Hey, heute zeige ich euch den Wake-up-Make-up-Moment zusammen mit Maybelline. Ich glaube, jeder kennt das, wenn morgens der Wecker klingelt und man sich einfach dringend nach einer Dusche und einem tollen Make-up sehnt, was die Haut wieder frisch aussehen lässt. Ich verwende dafür jetzt das Dream Cushion Make-up, was wirklich super leicht und trotzdem sehr, sehr deckend ist. Das Ganze verblende ich jetzt mit dem beiliegenden Schwämmchen auf meiner Haut. Als nächstes geht's an die Augenringe und Rötungen und dafür verwende ich den Fit Me Concealer. Zum Konturieren verwende ich jetzt den dunklen Ton von diesem Contour Stick und damit die ganzen Linien nicht ganz so hart bleiben, verblende ich das Ganze dann anschließend mit einem Beauty Blender. Diesen Blush trage ich mir jetzt noch auf meine Wangen auf, damit mein Gesicht wieder farbiger und lebendiger aussieht. Highlighter darf natürlich absolut nicht fehlen, das ist echt immer mein allerliebster Schritt und da verwende ich jetzt den Master Strobing Stick. Jetzt geht's zu den Lippen und da verwende ich zuerst den Color Sensational Lip Liner für die Umrandung der Lippen und anschließend den matten Color Sensational Lipstift in der Farbe Smoky Rose. Den finde ich wirklich sehr schön und kann euch den sehr, sehr weiterempfehlen. Und das ist dann der fertige Look zum Wake-up-Make-up-Moment. Ja, ihr Lieben, das war dann jetzt mein Wake-up-Make-up-Moment und ich habe mir mit Maybelline zusammen gedacht, wir verlosen euch noch eine Kleinigkeit. Und zwar könnt ihr einmal das Make-up gewinnen, also das ist das Dream Cushion Make-up in der Farbe 30 Sand. Das ist auch die ich gerade verwendet habe. Ihr habt ja auch gesehen, also das ist wirklich mein Lieblings-Make-up. Ich glaube, ich hatte noch nie so ein cooles, weil das ist sehr, sehr leicht und sehr deckend. Also das müsst ihr auf jeden Fall mal ausprobieren. Ihr könnt das ja auch im DM oder Rossmann so mal testen. Dann könnt ihr auch noch was für die Lippen gewinnen. Das hier ist jetzt ein Vivid Matt in der Farbe 05 Nude Flush. Dann haben wir hier noch meine Lieblingsmascara. Die habe ich euch auch schon sehr, sehr oft vorgestellt. Das ist die Lash Sensational Mascara. Und dann haben wir hier auch noch den Master Precise Curvy Eyeliner. Der ist auch richtig cool, der sieht echt mal ganz anders aus, so von seinem Applikator her. Müsst ihr euch auf jeden Fall mal ansehen. Und ja, dann hoffe ich natürlich, dass euch mein Video gefallen hat. Die ganzen Teilnahmebedingungen findet ihr alle in der Infobox. Und dann wünsche ich euch jetzt viel Glück. Ciao!